Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Notruf 112 Teil 2, die Feuersimulation. Und wie ihr schon unfair erkennen könnt, haben wir direkt einen Einsatz. Pascal ist auch mit dabei. Und ja, wir starten direkt rein. Ein Containerbrand. Du wirst als Wassertruppenmann eingesetzt. Wir haben als letztes den Lehrgang gemacht, wie man einen Brand löscht. Truppmann 2. So, das heißt, wir können jetzt unsere Kenntnis der letzten Folge auch mal direkt benutzen, ne? Jo. Was war das denn? Für einen seltsamen Move. Was war das gerade für ein Blitz? Ja, das auch. Aber ihr wisst ja, Notruf ist ja ein wunderbar optimiertes und bugfreies Spiel. So, jetzt ironisch. Warum hat das Ding Kollision? Man könnte so schön durch diese Büsche durchfahren, einfach auf dem Parkplatz drauf, ja. In solchen Manövern können Sie erkennen, dass Tobi keinen Führerschein besitzt. Das würde ich, selbst wenn ich einen Führerschein hätte, würde ich so noch fahren. Ja, das stimmt wahrscheinlich auch wieder. Es ist immer noch ein Unterschied. Wenn der Lenkrad nicht angeschlossen hat. Obwohl die Frage, natürlich auch die Frage besteht, ist Lotofurt mit Lenkrad kompatibel, richtig? Ja. Echt? Wenn du es jedes Mal neu einrichtest, so gefühlt. Ah, okay. Okay, interessanter Move. Einfach so zur Seite geslidet. Habe ich letztes Mal auch gemacht. Nur, dass ich da beim ersten Versuch einfach so dagegen bin und direkt richtig stand. Also, ich glaube, ich komme ein bisschen spät als die anderen. Ja, ich stand da ein bisschen rum. Ah, nee, okay, gut. Ja, könnte vielleicht daran liegen, dass der Einsatz während der Aufnahmevorbereitung gerade reinkam. Falscher Sitz. Also wirklich, Tobi. Kann ich ja nicht auf den falschen Sitz setzen. Sowas. Aber ich bin nicht der Letzte. Nee, da fehlen noch welche. Der Truppführer. Ah, nee. Heilung! Ja, es sind schon alle da, außer dir, Junge. Wie heißt sie denn? Gruppenführer. Ja. Oder? Gas, jawohl. Na, da hat man gesagt, Beeilung, aber saßen schon alle außer ihr drinne. Was war denn das Einsatzstichwort? Containerbrand. Ah, okay, stimmt, ja. Bin ja ganz bewandert in der Welt. So, Tür zu. Ich darf die Tür zumachen. Oh, ich darf ein Gerätefach aufmachen. Cool. Ja. Krass, jetzt nur in zwei Lehrgängen schon alles gelernt hast. Aha. Wir müssen es beeilen, bevor das Feuer noch weiter ausbreitet. Das ist richtig. Verteiler hier hin. Angriffstruppe, Angriff. Ja, wir müssen es beeilen, bevor das Feuer. Ja, das hat man schon mal. Run. Angriff so zur Brandbekämpfung mit dem Hohlstrahlrohr vor. Ein Unterflöhe-Trend, hier können wir Wasser herbekommen. Hier, Verbindung zwischen B-Schlauch innen und her, klar, ja. Wir sind zufällig hier vorbeigekommen und da hat uns der Qualm aufgefallen. Ihr seht ja selbst, was hier los ist. Ja. So, jetzt machst du dir heute mit dem Polizisten Smalltalk, anstelle deine Aufgaben zu machen. Sind die Anwohner anwesend? Laut den Nachbarn sind sie im Urlaub. Na, immerhin. Gut, das haben wir schon im Griff. Sehr gute Zeit. So, das ist jetzt auch schon eine neue Aufgabe. Das ist ja nur die Wasserversorgung. Ja, die ist ja nicht wichtig. Alter, lass das Ding hat ja, das Halef hat ja so einen großen Tank. Guck mal, was habe ich letztes Mal gelernt? Das muss da rein. Auch wenn es gar nicht deine Aufgabe war. So was. So, los geht's. Aus dem Tank. Ich stelle die Löschwasserversorgung her. Und die haben schon wieder die falschen Leute gemacht. Verbindung zwischen B-Schlauch, Ende und Stadtrohr hergestellt. Aber durch die Straße beendet. Durchgelegt. Das war's, wir packen zusammen. Entschuldigung, vor der Notruf 1 wurde ja nochmal durchgegeben. Voraussichtliche Einsatzzeit 60 Minuten. Wurde dann gesagt, als das Feuer bereits aus war, so. Guck mal, ich mache mich hilfreich hier. Also, Kollegen, die hast du die Aufgabe weggenommen. Kam gerade angerannt und wieder weggerannt. Das Ding in der Hand hat das Problem gefunden. Ja, okay. Ne? Muss es sich noch zumachen, die Klappe.
Aber so bin ich halt. Hilft da selbstständig hier mit. Will wohl Vorzeigefeuerwehrmann werden, damit er auch weitere Läge machen darf, indem er hier schön mithilft, die Drecksarbeit macht und die ganzen Rolltore schon zumacht. Oder klar, da geht es ja auf die andere Seite des Fahrzeugs, um ein Klappfach zu schließen. Das geht natürlich auch. Schließe Seitentür. Du warst zu schnell, Tobi. Alle aufsitzen, wir können los. Na dann, jetzt darfst du die Tür aufmachen und jetzt darfst du einsteigen. Nicht so voreilig. Das sah nicht gesund aus. Und wieder zurück zur Wache. Iha. Dann schauen wir mal, ob wir dann uns alle zum Gerätehaus, Entschuldigung. Dann schauen wir mal. Entweder kriegen wir einen neuen Einsatz oder werden zu einem Pascal, neuen Lehrgang eingeladen. Unten links steht, einrücken, fahre zur Feuerwache. Also daher können wir schon Wache sagen. Ja, aber in den Notruf-View-Videos zur Freiwilligen Feuerwehr, da haben sie schön den Unterschied erklärt, dass eine Feuerwache 24/7 besetzt ist und ein Gerätehaus nur besetzt ist, wenn mit Freiwilligen Feuerwehrleuten, die nur kommen, wenn Bedarf ist. Lief gut heute, oder? Können wir eigentlich noch mehr Fahrzeuge kaufen? Nee. Gib nur Was die ist beiden der Fahrzeuge. Typ da eigentlich? Oder die? Vor allem, die stand doch vorne mit dem Ausrücken hinter unserem Fahrzeug. Wollte ne? ich gerade sagen. Wer ist das? Guck mal, da Oh, lustige. Vielleicht will die irgendwas. So, da rücken wir wieder ein. Aber nee, es gibt nur die beiden Fahrzeuge. Mehr hat die Freiwillige Feuerwehr hier nicht. Platz für mehr, aber hat nicht mehr. Dum, 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 dum. Schließe Seitentür, Tobi. Du hast eine Aufgabe. Es ist ein R. Oh, nee, warte. Es ist. Warte. Okay, ich glaube, es ist eine Sie. Ich bin. Ja, okay, gut. Da kann man nicht ansprechen. Interagieren. Einfach eine random Person, die da random rumsteht, mit der man random nicht reden kann. Warum muss ich hier stehen bleiben? Das ist ein Buzzer. Ja, das ist extra ein Buzzer, wenn du den nur schnell hauen musst und dann weiterrennen kannst. Stattdessen musst du stehen bleiben. Nicht optimal programmiert worden. Okay. Dann auf dem Weg nach Hause geht's direkt wieder zurück zum Gerätehaus. Der zweite Einsatz heute direkt. Was ist denn da los? Also irgendwie Unterstützung hieß es. Unterstützung, technische Hilfeleistung. Okay, durch das Schild Mist. Durchgefahren. Ah, das wär gut geworden. Aber einfach durch das Verkehrsschild durchgefahren. Auch ich war auch erstaunt, dass ich nicht einfach abgeprallt bin. Oder es ist umgeflogen, soll gut umfliegen, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay, kriegst keinen Parkplatz angezeigt. Wahrscheinlich, weil du dich nicht zu Hause befunden hast, ne? Sondern im Auto, deswegen gab es wahrscheinlich einfach einen Fehler beim Spawnen. Weil du bereits schon im Auto warst. Ja, komm, steig aus. Aber ich denke mal, dass du im Parkplatz und sofort, dass du mit dem Auto hinfahren sollst, das hat es irgendwie nicht richtig gemacht. Mir wird keine Route angezeigt von zu Hause ja, aus. Ja, weil du schon im Auto saßt halt eben. Wahrscheinlich ist das nicht gedacht dafür, dass es im Auto gespawnt wird oder es ist nicht eingebaut. Ordentlich. We found the Mahlzeit, lang nicht mehr gesehen, ne? Boah. Ist wahrscheinlich schon 5 Minuten her. Fragen nach weiteren Informationen zum Einsatz kommen. Ja, Pumpeneinsatz. Verstanden, Ende. Gut, also wir dürfen einmal pumpen. Also wir dürfen da nicht du, pumpen, aber die Maschine. Ich würde sagen, da hast du als Wassertrupp sehr viel zu tun. Kennen wir die Einsatzstelle nicht schon? Ja, kommt mal wieder. Die hat nur meine Berufsfeuerwehr damals in der ersten Staffel. Aber ich darf die Seitentür zumachen. Yay. Und das Fach auf. Aber wie man irgendwas leer pumpt, hast du auch noch nicht gelernt. Nö, aber ich kenne ja das Fahrzeug in- und auswendig. Wasserrohrbruch, Holger, hören sich an. Ich weiß nicht, wie wir das Wasser wegbekommen sollen.
Ich schaue, was ich tun kann. Ne, du tust erst recht nicht, ne? Du stehst daneben und gibst Befehle als Gruppenführerin. Ich dachte kurz, es hätte ein Feuerwehrmann gesagt, dass ich weiß nicht, wie man das aus der Welt bekommen soll. Oh, die Garage muss randvoll mit Wasser sein. No shit, Sherlock. Es ist kein Ölfilm zu erkennen, das Wasser kann in die Kanalisation abgelassen werden. Immerhin etwas, sonst hätte das nur Probleme gehabt beim Ablassen des Wassers. Ja, du darfst die Schmutzwasserpumpe hinstellen. Ich darf mich Du nass machen. darfst doch mitpumpen, ja. Gibt's dafür keinen Triggerpunkt mehr? Kein Verbinden? Lil soll sich davon ablegen. Was soll sich mit dem Schlauch beschäftigen? Hast du es verstanden? Ich hab's nicht mitbekommen. Warte, geh mal kurz zum Gulli. Geh mal ganz kurz zum Gulli. Schau dir mal den Schlauch am Gulli Ich an. weiß. Hauptsache Fahrspur. Warum? Der kann kein Wasser mehr durchfließen, der ist abgeknickt, der Schlauch. Aber der Schlauch muss entgegengesetzt der Richtung, wie es sinnvoll wäre, stehen. Das ist das Problem. Dum, 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 dum. Also. Schon, das ist ja schon vertot, ne? Muss ich keine Sounds machen. Richtig, so viel Vertonung hat das Spiel schon. Sollten wir die Garage nicht nochmal aufmachen und reingucken? Da wird einfach nur ein nasses Zeug drin sein. Das Wasser wird ja durchgelaufen sein durch das Tor. Das hat ja unten einen Spalt drin. Nein, falscher Das ist ja nicht Sicht. ganz dicht zu. Kriegst du immer den Falschen an, ne? Schlimm ist Ist auch das. so ein Talent, was man haben muss. Da Oder doch ein dü, Talent tata. ist, darauf zu bestehen, dass jeder auf dem richtigen Sitz sitzt. Und nicht auf einem der mittleren Sitze sitzt, die frei bleiben. Was ist für ein lautes Hintergrundrauschen jetzt neuerdings? Abschließende Lagemeldung, Wasser abgepumpt, Rücken wieder ein. Kommen. Ich finde ja schön, so beim Funken gibt es immer so ein Hintergrundrauschen, aber so laut ist es jetzt auch nicht. Das sieht heute gut, oder? Was meint Lass mich ihr? raten. Die Dialoge Jedes ist Mal das echt Gleiche. gut. Immer nur so ein. Naja, wie soll es schon gelaufen sein? Also, der Maschinist ist immer hochmotiviert. Die Frage unserer Gruppenführerin. Ist er erst 2 Meter? Das ist der 2-Meter-Funk, also der Analogfunk. Und dann gibt es den 4-Meter-Funk, das ist der Digitalfunk. Weil der läuft über 2-Meter-Wellen, der andere läuft über 4-Meter-Wellen. Das oben ist seitdem für die Geräte für den Analogfunk und unten in der Mittelkonsole, da sind die Geräte für den Digitalfunk. Da zwischen den beiden sitzen vorne irgendwie. Ich würde da einsteigen und angucken, aber. Geht gerade nicht. Aber heutzutage in Deutschland gebräuchlich ist nur Digitalfunk, Analogfunk. Wird mittlerweile eigentlich nicht mehr benutzt, außer Digitalfunk fällt aus. Aber deswegen haben viele neue Fahrzeuge zu, haben zum Beispiel gar keinen Analogfunk mehr. Wozu auch? Diese Technologie. Nur noch ältere Fahrzeuge haben noch Analogfunk eingebaut, wie das hier zum Beispiel. Aber gut, Freiwillige Feuerwehr ist ja eh nicht für die neuesten Fahrzeuge bekannt. Weil sagen wir, es ist ja noch ein recht modernes Fahrzeug tatsächlich, ja sogar. Na, wie Aber ist das das denn Ziel dafür eigentlich, sogar. wenn so ein altes Fahrzeug ausgemustert wird bei der Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr nebenan brauchen noch ein Fahrzeug, kriegen die das dann, Ja, zum oder? Beispiel, dann haben wir das zum Beispiel auch gemacht, abgegeben. Ich das Dass dazu dann machen. die Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr gehören ja in der Stadt zum Beispiel. Also zum Beispiel dann, keine Ahnung, die Gemeinde das einfach abkauft von der Stadt, das alte Feuerwehrfahrzeug. Okay. Okay, Also also wir müssen wirklich zwei schlafen. Einsätze machen. Ja. Wahrscheinlich werden es aber nach und nach immer mehr Einsätze, die man machen muss, ehe man den nächsten Lehrgang bekommt. Das heißt, wir dürfen jetzt schlafen gehen und danach gibt es den neuen Lehrgang. Wie findest du Notruf bisher so mit dem Freiwilligen Feuerwehr? Ich persönlich muss sagen, das Freie Feuerwehr DSU, mir gefällt es auf jeden Fall. Ist halt immer noch Notruf, erkennt man den ganzen Kinderkrankheiten sofort, aber man muss immer noch sagen, Notruf, es ist immer noch ein gutes Spiel. Weil du hast halt eben, ja, es ist ein gutes Spiel, es hat aber seine Schwächen. Und dann gibt es zum Beispiel noch andere Spiele, zum Beispiel Autobahn-Polizeisimulator, das versucht ein gutes Spiel zu sein, aber es einfach auf allen Längen scheitert, weil es einfach viel zu unrealistisch ist, viel zu verbackelt fort.
Und das halt eben trotz, muss man ja sagen, Game-Förderung. Also die haben tatsächlich Steuergeld ja bekommen. Und das ist Bitte nicht mal in was? kleiner Menge für die Entwicklung des Spiels. So, für den zweiten Teil haben die damals schon Steuergeld bekommen, ne? What? Von der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat ja jährlich eine, glaube ich, 50 Millionen zur Verfügung, um Spiele zu finanzieren. Das wusste Und ich die unter gar anderem nicht. auch. Und die haben auch Autobahn Polizeisorter 2 und 3 gefördert. Und dann produzieren Beim die so 2er wurde das ja schon Müll? kritisiert, weil der schon nicht so krass war. Jetzt beim 3er wird es noch mehr kritisiert, wird sehr stark kritisiert, einfach weil das Spiel nicht wirklich ernst sich selber nimmt, es irgendwie den Polizeitag abzeigt, aber dann doch teilweise dieser Cobra 11-Style, so du hast diesen ersten Einsatz mit den Kühen und einfach so random überschlägt sich einfach ein Auto und so ein Zeug, was einfach unrealistisch ist, oder irgendwelche, du hast dann im späteren Spielverlauf irgendwelche Schießereien, wo, ach, Es kommt dem es ist Titel alles nicht, Simulation nicht wirklich nahe. ja, es ist einfach so ein dummes Game, Entschuldigung, aber muss ich mal so sagen. Und ach. Und verbuggt ist es auch noch. Das Spiel ruckelt wie sonst was. Auf guten PCs wohlgemerkt. Was ich interessant finde, hier ist eine Bank und zwei Stühle. Warum? Was wir Besuch haben. Naja, aber dann könnte man noch den Tisch an das Fenster schieben und die Bank weg. Egal. Warum Hast du habe ich schon mal so was bei eine, der also Inneneinrichtung warum habe ich gedacht? so eine Couch? Da muss ich ja wirklich Ist viel unser Besuch Typ haben. einfach sehr, sehr groß? So ein 3-Meter-Mensch. Boah, wenn Komm, wir den hinlegen? wenn er sich quer hinlegt, dann braucht er schon die ganze Couch. Ja, okay. Kann halt ein paar Freunde einladen. Na. Oder wenn Schwiegermutter zum Besuch kommt. Was war das denn für eine Animation? Oh Gott. Naja, aber den Lerngang, den gucken wir uns dann erst in der nächsten Folge an. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.